Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge der Rainbow Sim Roulette Challenge. Ja, es ist Start. Bei mir die erste Folge heute am Dienstag. Ich freue mich so. Ich hab's. Das war. Das war nicht so gut, was ich eben geschafft habe. Ja, das ist. Es geht los. Ja, ich bin so aufgeregt und freue mich so, endlich loszulegen. Mann, das mal ein Stück schneller. Ja, das ist unser Grundstück, wo wir mit dem ersten Sim, wir haben die Farbe Orange bekommen. Der Sim wurde für mich erstellt von der lebenden Auf-Sim-Sarah. Alle Kanäle, wie auch die Folgen zu den Kanälen, wir sind ja insgesamt 7 YouTuber, die das zusammen machen, findest du in der Videobeschreibung. Jeden Tag gibt es von einem YouTuber ein Video, also es lohnt sich auf jeden Fall, überall reinzuschauen, damit man den ja nicht den Faden irgendwie verliert. Genau. Ich wollte nur ganz kurz was erzählen zu dem Grundstück. Ich wollte nämlich nicht nur ein leeres Grundstück dahin klatschen mit einem Haus. Und zwar hat das Grundstück so eine kleine Geschichte. Und wenn ich das über das Grundstück erzählt habe, dann kommen wir zur Sim. Und zwar, ja, es ist ein kleines Haus. Ich glaube, ich gehe jetzt raus aus dem Tab-Modus und zeige euch das so. Da kann ich nämlich mehr machen. Es ist ziemlich zugemüllt, bis auf hier der Eingangsbereich. Der ist relativ gut erhalten. Ja, wie man sieht, überall stehen Kisten, Reifen und was weiß ich, was sind alles Debug-Objekte. Also ich habe keinen Vorteil für die vor den anderen. Also ich habe da keinen Vorteil. Und so habe ich mir überlegt, dass die Sims neben ihren Aufgaben, die sie von der Challenge haben, auch das Grundstück ein bisschen aufräumen müssen. Ich habe mir so ein Limit gesetzt, immer vielleicht 5 Sachen pro Folge. Ich muss gucken, weil es sind relativ viele Sachen, ob das hinhaut, nicht, dass wir das Grundstück dann noch zu viel haben. Ich glaube, jetzt im ersten Part fangen wir vielleicht mit dem Haus innen an. Ich kann dir das Haus mal kurz zeigen. Also überall sind Spinnenweben, Kisten, es liegt überall Müll herum. Dann kannst du dann auch wegräumen, also hier an die Inventar platzieren. Überall Masten. Das ist so ein bisschen, hatte ich mir das vorgestellt, ja, dass die Nachbarn immer ihren Kram abgelegt haben. Und das Grundstück halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es ist, wenn man in die Weltenverwaltung geht, das letzte Grundstück. Und ich fand, das passt so. Vielleicht war da auch hier eine Ruine irgendwie sowas. Also ganz genau habe ich mir jetzt nicht genommen. Auf jeden Fall müssen die das Grundstück wieder herrichten. Der Baum soll auf jeden Fall stehen bleiben. Und die Bäume wahrscheinlich auch. Ich weiß es noch nicht so genau, wie ich es mache. Und das natürlich auch, weil das sind richtige Sachen. Und ja, wir haben ein kleines Haus. Ich dachte, für einen Sim erstmal reicht das. Wir hätten hier hinten rein das Bad, hier das Schlafzimmer, hatte ich überlegt. Eventuell vergrößern wir es noch ein bisschen. Hier ist so der Eingangsbereich und hier wäre dann Wohn- und Essbereich. Ja, das zu dem Grundstück kurz und jetzt zeige ich euch den Sim. Ja, das ist die gute. Ich finde sie mega hübsch. Was ich gemacht habe, weil die auf dem Sarah gesagt hat, sie hat Wimpern. Ich habe ihr Wimpern gegeben und CC-Augen, weil ich die so schön finde. Und ja, sie hatte graue Augen und ich fand, das passt jetzt nicht so. Also habe ich hoffe, die Sarah ist mir da nicht böse. Und das ist die liebe Alani Orange. Ich kann leider das Wort in Englisch nicht aussprechen. Seid mir nicht böse, aber ich kann es einfach nicht. Das hört sich kacke an. Hier nochmal. Für euch. Sie hat das Bestreben Schriftstellerin, Bestsellerautorin bekommen. Heißt, wir gehen in die Schriftstellerbranche. Ich habe auch schon eine Idee wegen der Karriere. Job hat sie nichts, Fähigkeit nichts. Also sie ist nicht angespielt worden. Ich habe nicht irgendwie rumgecheatet. Da ich das neue Pack habe, sind natürlich die Sachen mit einfließen. Sie hat Genießerin. Sie sind zufrieden und haben Spaß, wenn sie gutes Essen bekommen. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie schlechtes Essen bekommen und können sich für Ideen Kochsendungen ansehen. Das finde ich cool. Und sie ist ein Snob. Das wird sehr interessant. Sie sind nämlich anspruchslos. Sie kritisieren Objekte, reagieren gelangweilt auf anspruchslose Fernsehprogramme. Es wird sehr interessant werden. Und sie ist romantisch. Und durch ihr Bestreben hat sie das Grüblere noch bekommen. Ja, ihr geht soweit gut. Ich finde, sie sieht mega süß aus. Die Outfits werdet ihr im Laufe der Folgen sehen. Ich habe sie jetzt 5 Tage und damit nicht so viel Zeit drauf geht, hätte ich gesagt, ich weiß, ich muss hier erstmal das Geld wegcheaten.
Genau. Ich weiß, dass wir hier hinten eine Staffelei haben. Und irgendwo war auch eine Pflanze. Da würde ich sagen, geht sie jetzt erstmal alles ernten. Und ja, ich würde mal gucken, dass wir. Ah, das können wir jetzt nur im Internet. Ah, okay, sie können sie es weg. Ich würde sagen, wir machen das Haus erstmal. Dass das Haus. Es gäbe nichts. Okay, sie hat Brombeeren bekommen. Sehr cool. Dann würde ich sagen, packen wir erstmal den ganzen Dreck hier ein, den sie dann wegwerfen kann. Du kannst mal, wenn du möchtest, hierher kommen. Okay. Das sind zwar jetzt mehr Sachen als fünf, aber ich würde sagen, wir gucken, dass wir jetzt in der ersten Folge das Häuschen wieder so einigermaßen hinbekommen. Ja, dass wir das Haus hinbekommen. Und jetzt würde ich sagen, kannst du das wegwerfen? Ah, ich weiß, wieso sie es nicht wegwerfen kann. Ich muss kurz eine Mülltonne organisieren. Die habe ich natürlich vergessen. Vielleicht stellen wir die hier so hin. Wie viel kostet denn diese Mülltonne? Ich gebe ihr jetzt mal 250 kurz. Und dann mache ich den Rest wieder weg. Dann hoffe ich, dass sie hier an die Mülltonne kommt. Wir testen das jetzt direkt. Wirf das bitte mal weg. Ich finde, sie sieht so hübsch aus. Sehr gut. Und dann kannst du das auch alles wegwerfen. Und den letzten Rest auch. Dann haben wir nämlich schon mal den Müll so grob weg. Ja. Ich weiß gerade nicht so genau, was ich mit ihr machen soll. Ich hätte jetzt gesagt, wir pflanzen schon mal hier. Die. Ups, das war ein bisschen zu weit vorne. Die. Was sind's? Brombeeren. Weil wir müssen ja von irgendwas leben. Und danach würde ich sagen, wenn sie das gemacht hat, gehen wir in die Karriere rein. Okay, jetzt geht's hier außen rum. Vielleicht war die Mülltonne auch ein bisschen blöd von mir platziert. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um das Grundstück fit zu machen. Auf jeden Fall haben wir 8.10 Uhr. Und ich mache jetzt hier in der doppelten Geschwindigkeit, dass sie die Sachen schnell pflanzt. Ich hatte an eine Karriere gedacht, weil sie ja Schriftsteller-Autorin werden möchte. Bläh. Gott. Und ja, vielleicht gehen wir in diese Freelancer-Karriere, hatte ich überlebt. Überlebt, alles klar. Überlegt. Aber wir gucken mal, was es gibt, wo man das machen kann. Bildungswesen, da Freelancerin. Und zwar kann man da ja digitale Künste, Herstellerin, Modefotografin, Programmiererin, Schriftstellerin. Für mich zählt es zur Karriere hinzu, also würde ich sagen, sie wird Freelancerin. Und zwar im Wortsalat, wenn ich das, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und dann gucken wir doch mal direkt, was wir hier so machen können. Verfasse von Top-10-Liste. Da wir aber dafür PC und sowas brauchen, müssen wir unbedingt. Das mache ich jetzt wieder auf Null. Müssen wir unbedingt an Geld kommen. Hörst du bitte jetzt mal auf, an deinem Handy rumzumachen. So, du kannst es jetzt mal bewässern. Und ja, es wird auch interessant, wo sie schläft. Deshalb, wir müssen irgendwie unbedingt an Geld kommen. Ich hätte gedacht, wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein paar Pflanzen herkriegen, die wir dann verkaufen könnten zum Beispiel. Dass uns das schon mal ein bisschen was an Geld bringen würde, könnte. Mal gucken. Oder vielleicht können wir was graben. Hier ist auf jeden Fall ein Busch, den wir benutzen könnten. Den müssen wir uns merken. Ja, ich finde es sehr cool. Vor allem, ich war noch nie hier hinten auf diesem Grundstück. Sie bewässert fleißig ihre Dings, ihre Pflänzchen, ihre, was sind es nochmal? Ich vergesse es als Brombeeren. Und ich würde sagen, wir packen die Stinkteile auch schon mal hier ein. Ich bin sehr stolz auf mich mit diesem
Grundstück. Abstimmungsperiode. Haben wir hier noch irgendwo Müll? Abstimmungsperiode. Sieht nichts. Okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir doch die 8. Dann hätten wir immerhin schon mal 24 Simoleons. Das geht doch schon mal gut los. Ist hier noch so ein Müllhaufen? Nö, gell? Ja, hier ist auch, also das Grundstück ist wirklich kurios. Hier ist ein Flugzeug reingekracht. Hier ist ein Auto durch den Zaun und also es sieht kunterbunt wild aus. Aber ich finde es sehr cool. Ja. Und sie kriegt bald ihre Periode. Ich hoffe, ich spiele das richtig. Wenn nicht, tut es mir leid, falls ich es jetzt verhaue. Da sind nochmal Brombeeren. Und hier unten ist was zum Graben. Das gäbe es nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, verkaufen wir die auch. Und dann gucken wir, ob wir noch irgendwo was finden. Da fährt dein Auto. Mein Simself wohnt im Nachbarsgrundstück. Okay. Guck mal, hier ist noch was. Also ich glaube, ich habe die beste Welt mir ausgesucht, weil hier einfach mega viel ist, wo man mit arbeiten kann. Alles ernten. Es ist Zeit für die Medikamente. Ja, ich kenne dich nicht mal. Ich weiß nicht mal, welche Medikamente du meinst. Aber okay. Okay, okay, okay. So, wir ernten jetzt einfach alles, was wir in die Finger kriegen. Weil immerhin müssen wir ja von irgendwas leben. Essensmäßig meine ich jetzt natürlich. Was ist das denn? Okay, wir verkaufen jetzt erstmal nichts. Oh, das sieht so cool aus. Oh, ich freue mich so auf diese Challenge. Also benimmst du mir bitte nicht übel, wenn ich so dezent gaga im Hirn bin irgendwie. Wo läufst du rum? Okay, ich buhle jetzt mal, bis sie alles hat. Und ich hoffe, ich mache es wirklich richtig. Aber immerhin haben wir 48 Simoleons. Ich glaube, das kleinste Bild zu malen waren, glaube ich, 50. Und wir gucken mal. Kannst du uns weiter mitnehmen? Was ist denn das hier? Ich bin mir da immer unsicher, ob ich das Georad irgendwie anrufen soll. Die verkaufen wir auch alle. Was ist das? Zwiebel. Zwiebel könnten wir pflanzen. Die bringt nämlich gut was. So, du hast alles geholt, nur schon Gartenlevelfähigkeit 2 erreicht. Wow, du bist der Knaller. Du bist echt cool. Ich glaube, ich werde die Gute hier, ich muss mir ihren Namen merken, Alani, ich hoffe, er ist korrekt ausgesprochen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und gucken dann nochmal weiter. Aber hey, wir haben 121 Simoleons. Ich bin mal gespannt, wie viel die anderen schon haben. Oh, da ist wieder ein Weltstar. Schaut euch diese Aussicht an. Oh, ich liebe Windburg. Ich finde das von den Farben so schön. Einfach schön. Ah, da oben ist unser Grundstück. Okay. So. Und dann gucken wir mal weiter, wie das so weitergehen kann. Aber ich glaube, dieses Ding verkaufen wir. So. Wie geht's dir denn? Du bräuchst ein bisschen Spaß. Kannst du nicht in die Wolken schauen? Genau, du guckst jetzt ein bisschen in die Wolken. Und die Anna pflanzt dir hier vielleicht sollte ich ein paar Zwiebeln behalten, damit sie was zu essen hat, oder? Wäre vielleicht von Vorteil. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die anderen das machen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum 5. Mal gesagt. Aber okay. So, und ich wollte jetzt mal hier gucken, was wir machen können. Weil wir brauchen unbedingt einen PC, einen Tisch, einen Stuhl. Und ich glaube, dafür brauchen wir locker fast 1500 Simoleons. Da können wir in der Bibliothek unser erstes Buch schreiben. Ihr Bestreben ist eine Stunde schreiben, wenn inspiriert. Sie ist inspiriert. Ich glaube, ich bin jetzt so frech und reise in die Bibliothek. Weil dann können wir nämlich das schon mal abschaffen. Und sie hat schon mal ein bisschen Schreiberfahrung. Wir versuchen das jetzt mit der Bibliothek.
Wo ist denn die Bibo? Bibliothek? Bibliothek. Bibliothek. Okay. Andauernd entfernen sich Objekte. So, wo haben wir denn hier PCs? Hier haben wir einen PC. Dann sit down. Können wir jetzt hier schreiben? Freelancer, guck mal. Nach Aufträgen suchen. Ah, nee. Das machen wir im Anschluss. Ich würde sagen, du schreibst jetzt erstmal. Und dann hat sie auch schon wieder Hunger und wir müssen den Spaß hochkriegen. Aber... Ach, schade. Ich dachte schon, wir könnten uns vielleicht ein Buch mitnehmen. Eine Stunde. Dann schreib mal mit deinen flinken Fingern. Ich finde es mega cool. Ich bin froh, dass die Anna von also Sims Zockerchen mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte. Weil die Challenge kannte ich so noch nicht. Sie hat sie sich ja ausgedacht. Und ich denke, dass ihr die auch noch nicht so kennt. Oder beziehungsweise du. Waren wir ja. Eine Stunde. Yep, haben wir geschafft. Zwei Bücher schreiben. Okay. Ich würde jetzt mal hier sagen, sie macht Level 1 fertig. Und im Anschluss kann sie doch mal nach Aufträgen suchen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht den ersten sogar schon hier erledigen können. Und dann müssen wir weiter Geld sammeln, damit die gute Alani, gell? Genau, Alani. Boah, ihr seid voll frech, Leute. Ich würde gern fragen, wie alt du bist. Blöd nur, dass du nicht so weit zählen kannst. Du kannst mich mal, du Depp. Entschuldigung für die Wortwahl, aber hallo. Ah, du hast Level 1. Okay, gut. Dann mach mal hier weiter und such mal einen Auftrag, den wir vielleicht sogar direkt schon erledigen könnten. Okay. Sollen wir das vielleicht versuchen? Ich nehme den jetzt einfach mal an. Mit Kunden chatten. Freelancer mit Kunden chatten. Chatte mal, da müssen wir ein Kinderbuch schreiben. Okay. Ich glaube, die erste Folge wird so verlaufen, dass wir wahrscheinlich nur die ganze Zeit in der Bibliothek sind. Was ist hier? Oh, du bist angespannt. Du möchtest ein Buch zu Ende lesen. Aber sie ist inspiriert. Und dann hätte ich gesagt, macht sie noch mal hier ein bisschen weiter. Bis Donnerstag hätten wir Zeit, also 4 Tage und kriegen 265 Simoleons. Wer bist du denn? Alexander Grusel, du bist ein Fan. Mit Kunden chatten, das haben wir. Perfekt. So, volle Konzentration, dass du gut vorankommst, meine Liebe. Ich finde es cool, dass ich als ersten Sim diesen Job habe. Das ist cool. Ich mag die Freelancer-Karriere, vor allem malen und schreiben. Das habe ich bis jetzt schon öfters mal so privat gehabt. In 5 Tagen, sie hat Hunger. Genau, wir müssen dann gucken, ob wir hier irgendwo was zu essen herkriegen. Wenn nicht, gehen wir hier ins Café. Das müsste das Café, glaube ich, sein. Klappt, Stugi. Jetzt musst du auf Toilette. Haben die hier eine Toilette? Ist hier eine Toilette? Dann hier. Schnell mal auf Toilette. Das nutzen wir jetzt direkt aus. Hier Abstimmung konnten wir auch noch nicht mitmachen. Wir haben nämlich noch keine Punkte. Soweit ich das weiß. Los, los, schnell auf Toilette. Und dann kannst du dir hier auch direkt die Zähne putzen. Weil wir haben nämlich keine Dusche. Das wird noch interessant werden. Ja. Ich glaube, unseren Job werden wir erstmal hier über die Bibliothek versuchen zu erledigen.
Und das Geld, was wir verdienen, wird erstmal in Toilette, Waschbecken und eine Dusche und im Bett wahrscheinlich investieren. Deshalb müssen wir auch noch ein bisschen was für Geld. Und Geld verdienen. So. Wenn du das gemacht hast, würde ich sagen, isst du die Zwiebeln. Ey, das Zähneputzen hat einiges gebracht. Halleluja. Auf ist noch die... Okay, du isst jetzt noch eine. Gut, die letzte würde ich uns jetzt aufheben. So. Dann würde ich sagen, gehst du nochmal hier runter. Du wirst nämlich schreiben. Wir versuchen es jetzt einfach mit dem allerersten Buch, was sie schreibt. Ob das schon ausreicht für ihre Karriere. Und dann hätten wir auch schon die erste Ding. Ist nie die zahme Schildkröte und andere Tipps für den Kindergarten. Das ist ein Kinderbuch mit hilfreichen Tipps und Tricks. Rechtschreibung bitte nicht bemängeln und nicht drauf achten. Ich bin nämlich da nicht so gut drin geübt. Dann schreib mal dein Buch und wir haben schon 19.25 Uhr. Toll. Und ich habe gerade gesehen, ich habe noch 17 Minuten knapp Zeit. Ich habe nämlich den Timer auf 40 Minuten gestellt. Klappt's, Liebes? Ja, da müssen wir halt ein bisschen in die Nacht reinmachen. Aber das ist ja nicht schön. Wir müssen eh gucken, wo sie schläft. Ganz wichtig. Das wird noch eine Herausforderung, wo sie schläft. Oder wir gucken, dass sie das Buch vielleicht bis zur Hälfte schreibt. Die Bibliothek macht ja eigentlich nicht zu. Da können die Sims ja auch um Mitternacht rein, gell? Zumindest bin ich davon in Kenntnis gesetzt. So. Oh, jetzt ist es auf einmal ganz schnell. Okay, ich würde sagen, wir lassen das für heute mit dem Schreiben und gucken jetzt, dass wir sie irgendwie spaßmäßig hochpushen und ihren Hunger stillen. Und dann müssen wir gucken, wo sie schläft. Toilette ist voll. Ich hätte gesagt, wir gehen ins Café alleine. Und ja, holen uns was zu essen, packen uns vielleicht auch was ins Lunchpaket irgendwie sowas mit ein, dass wir was haben. Beziehungsweise am nächsten Tag müssten unsere Pflänzchen schon blühen, dass wir ernten können. Ja, ich weiß, dass die Objekte immer fehlen, wenn ich reise. Och, sieht sie süß aus. Guckt sie euch an, wie süß sie aussieht. Oh Gott, was ist los? Du schmolzt ja voll, Schnuggi. Was ist los, hä? Ich weiß, nicht so schön der Start, gell? Aber hey, du hast schon 136 Molons. Ich wette mit euch, mit dir, dass die anderen viel mehr Geld verdient haben als ich. Essen bestellen. Ich würde sagen, zum Mitessen. Schokobrötchen. Ich würde sagen, wir holen uns ein Milchbrötchen. Komm mal hierher, Schnuggi. Da ist ja sogar auch ein PC. Ich glaube, ich weiß, wo wir heute Nacht übernachten. Genau, ein Milchbrötchen bitte. Und dann kannst du doch hier dein Büchlein weiterschreiben. Solange du wartest und isst. Kommst du da überhaupt rein? Nein. Aufschließen. Ich mach die jetzt auf. Ich bin so frech, dass sie erstens ihr Büchlein weiterschreiben kann. Hast du es eingepackt? Sehr gut. Dann schreibst du mal ein bisschen weiter. Da sind sogar Toiletten. Also das Café müssen wir uns merken. Wirklich, wirklich merken. Also sie kann über die Arbeit kritisieren. Okay, sie ist auf jeden Fall Level 3. Voll cool. Und ich bin mal gespannt, wann sie mit dem Buch fertig ist. Wir haben immer gesagt, einen Sims-Tag.
Also rein theoretisch dürfte ich bis knapp 7 Uhr morgens spielen. Das wäre dann ein Sim-Tag. Außer sie schläft natürlich, dann ist das nicht so gut. Ja. Und danach kannst du dann ein Milchbrötchen essen, Schnuggi. Sie sieht so süß aus mit ihrer. Also die bleibt auf jeden Fall in meinem Spielstand hundertprozentig. Jetzt ist sie verspielt. Wie, hast du mir jetzt mein Essen geklaut, du Drecksack? Ey, ich glaub's, es geht los. Hier. Das darf ja jetzt nicht wahr sein. Ist das dein... Das ist sein, wirklich sein Ernst. Junge, das waren meine 6 Euro oder 7 Euro. Stell dich mal vor, grob, aber bitte, und sag, hey, warum isst du mein Milchbrötchen? Schon mal was von Selbstzahlen gehört? Die nächste kommt. Ja, was soll das? Für wen hältst du dich? Vogel, ey. Dann müssen wir leider unser Buch weiterschreiben und dann müssen wir uns nochmal was zu essen kaufen. Ah, wer sind das? Caleb Bator. Okay. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie jetzt ihr Büchlein machen Abgang. Wer unser Essen leer ist, mit dem unterhalten wir uns nicht. Schreib dein Büchlein weiter auf, Schatz. Wir haben schon 1 Uhr. Level 4, sehr gut. Das geht ja ratzifatzi hier. Ich hoffe, die stirbt jetzt nur nicht, weil ich verspielt es immer so eine Sache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das wäre nämlich die reinste Katastrophe, wenn das jetzt passieren würde. Ja. So ist das hier also. Können wir die Tür auch abschließen und nur uns reinlassen? Nee, schade. Das wäre natürlich cool gewesen, dann wäre das so unser kleines Reich. Komm, Pupsi, das schaffst du. Danach darfst du dir was zu essen bestellen. Zum Mitnehmen. Und zwar kannst du dir nochmal ein Milchbrötchen. Und es waren 3 Simoleons. Ach, jetzt habe ich es gelöscht. Ich Idiot. Und jetzt? Was für eine Errungenschaft. Alani hat ein komplettes Buch geschrieben. Auf dem Briefkasten müssen wir klicken. Gut. Und hier haben wir dann auch das erste geschafft. So, meine Süße. Jetzt darfst du dich hier hinsetzen, darfst dir was zu essen bestellen. Und zwar darfst du dir sogar Cannelloni bestellen und darfst das genießen. Und danach darfst du dich da hinten hinlegen, glaube ich, damit du schlafen kannst. Kriege ich mal was zu essen? Ich bin zwar so halb obdachlos, aber ich kann es mir leisten. Holst du es dir schon? Sehr gut. Dann iss Schnuggi auf, bevor du mir umkippst. Das sieht ja lecker aus. Das sieht lecker aus. Oder? Schmeckt's dir? Wow, was geht mit der ab? Die ist ja voll verprügelt worden. Sie ist so hübsch. Also nochmal hier an dich, Sarah, wenn du das siehst. Sie ist mega hübsch und ich freue mich so, sie spielen zu dürfen. Hast du dich geprügelt? Guck dir voll die blaue Lippe und hat. Ach, das Weichen sieht geil aus. Ja, alles aufessen, gell? Normalerweise müssten wir uns jetzt auch einfach was klauen, ey. So frech wie der Typ war. Isst du dein Essen? Okay. Jetzt haben wir gerade eine Nachricht gekriegt. Alani ist eine Genießerin. Sie ist besessen davon, hochwertiges kulinarische Lebensmittel zu essen. Zu besprechen und zu bearbeiten. Okay. Das packst du dir ein, wenn es keiner möchte.
packst dir ein, bitte. Packst dir ein, schnell, bevor es jemand isst. Gut, pack ein. In Inventar platzieren, bitte. So. Gut. Was müssen wir denn jetzt? So. Haben wir hier einen Briefkasten? Sonst könnten wir das ja von hier machen. Dann machen wir das jetzt. Und dann hoffen wir... Wow, 318. Angenommen, dies ist genau das, was wir uns, das, was wir suchten. Mach weiter mit dem großartigen Arbeiten, Alani. Wow, wie geil. Cool. Nicht schlecht. Also ich glaube, die Karriere wird den anderen auch auf jeden Fall gefallen, die sie dann bekommen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause. Und wir gucken mal, was wir uns von dem Geld leisten können. Oder, also eine Toilette bräuchten wir jetzt nicht so dringend. Denn wir haben ja einen Busch direkt um die Ecke, vielleicht eine Dusche. Aber ich weiß, dass die Duschen zwischen 300 und 400 Simoleons kosten. Ja, ich weiß, dass die Sachen alles verschwinden. Mein Gott. So. Aber dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Ich hab gesagt, wir machen erstmal die ganzen Spinnweben weg. Von innen. Also seht auch, da gibt es kein Geld für. Das kostet zwar rein theoretisch Geld, aber ich habe dadurch keinen Vorteil. Ja, guckt mal, dann sieht das Häuschen doch schon mal direkt wieder schön aus. So, das Spinnennetz, das. Ich würde sagen, wir machen so grob, dass wir nicht alles machen, aber die Spinnennetze möchte ich auf jeden Fall weghaben. Ich möchte nämlich nicht, dass da Spinnen durch die Gegend krabbeln. Uah, sonst müsste ich mich, glaube ich, so dezent... Oh, what? Das hätte ich nicht mehr. Na, egal. Hier ist noch ein Spinnennetz. Da, 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 da. Gut. Dann haben wir ja die ganzen... Spinnennetze schon, sehr cool. Ja, guck mal, das sieht doch schick aus. So. Da ist noch eins. So, wir gucken jetzt mal. Was kostet denn ein Bett? 240, 255? Sollen wir ihr das kaufen? Ich stelle das jetzt mal und gucken, wie viel Geld wir kriegen. Was kostet denn eine Dusche? Kann man es nicht leisten. Okay. Dann hätte ich doch gesagt, machen wir doch das Schlafzimmer soweit fertig. Da ist ein Spinnennetz. So. Ja, dann ist das Schlafzimmer schon fertig. Vielleicht kann ich ja schon mal eine schöne Wandfarbe holen. So ein schönes Orange. Hallo? Danke. Ich liebe im Moment diese Wandfarben. Ich glaube, das sind 4, 4. Okay, jetzt haben wir 157 Simoleons. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir hier ist, bitte. Du kannst ja natürlich gerne sagen, ob du noch irgendwie andere Ideen aus dem Debug, dürfen wir so nicht ziehen, was unseren Vorteil bringt. Deshalb, also, das sind auch alles Sachen, die keinen Vorteil bringen. Ja. Immerhin hat sie ein Bett. Also ich bin stolz auf sie und auf mich, muss ich so sagen. So, Süße. Ich fände es aber cool, wenn du die noch pflanzt, schnell. Wie lange ist das noch haltbar? 9 Stunden. Wo gehst du jetzt lang? Oh. Und dann könntest du das hier wegwerfen. Aber... Hier, für die erste Folge, wir sind gut vorangekommen. Und dann können wir uns rein noch mal überlegen, ob wir schon den nächsten Auftrag erspähen, weil sie hat ja jetzt Level 4. Ich weiß nicht, was so mehr Sinn macht, ob wir uns durcharbeiten, noch ein Level 1 oder ein Level 2 machen, oder ob wir jetzt direkt schon in Level 4 gehen. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Okidoki. Also wir könnten... Wahnwitzige Autoren, ehrgeizige Autoren, du magst Klatsch. Oder Co-Autor für gute Nachtgeschichten. Dann haben wir hier unten aktualisierte Marktsprache. Bringt 425 Simoleons. Korrekturlesung, meine These. Das ist natürlich die Frage, ist Level 2, wir sind Level 4. 425 Simoleons, das würde uns eine Dusche und eine Toilette auf jeden Fall einbringen. Und wäre auch bis Donnerstag. Ich glaube, wir nehmen diesen Job an. Und sobald sie das gemacht hat, ich glaube, ich muss die Mülltonne umplatzieren. Die läuft sich nämlich zu Tode, die Arme.
Das müssen wir doch mit Kunden chatten. Hast du sie gegossen? Dann hier, Schatz. Geh schlafen, bitte. Geh schlafen, bevor du mir umkippst. Mit Kunden chatten, Marketing-Text schreiben. Das müssen wir wieder in die Bibliothek. Und dann abnehmen lassen. So, die Süße schläft jetzt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier schon den ersten Cut rein. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir werden wahrscheinlich wieder in der Bibliothek sein, um unseren Job voranzutreiben. Ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Aber immerhin, wir haben uns schon am Bett geleistet. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Wir haben keine Spinnies hier drin. Wir haben die ersten Pflänzlein bekommen. Ich bin sehr gespannt auf die anderen, wie die das gemacht haben, wie weit die schon gekommen sind. Ich habe nämlich immer so Schiss, dass ich so der letzte Depp bin. Irgendwie mit dem Nachzügler, irgendwie sowas. Ach nee. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Das würde mich super, super freuen. Wenn du natürlich Anregungen hast, Tipps, immer her damit. Ich bin über jeden Tipp dankbar. Und schau auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Auch bei meiner Rose, wie es ihr bei der Lilliput ergeht. Ich werde es natürlich auch auf jeden Fall bei den anderen vorbeischauen, weil mich interessiert, wie die das auf jeden Fall machen. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und wir wünschen uns beim nächsten Mal. Alles klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns. Tschüss.